Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir haben in der letzten Folge angefangen, also schaut euch die zuerst an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und wir haben unsere Farm bekommen. Ja, und heute werden wir diese Farm dann besiedeln, wie sagt man's, keine Ahnung. Und ich bin sehr gespannt, die ersten Sachen anzupflanzen. Okay, wie machen wir das? Wir müssen das natürlich strategisch machen und sehr schön machen. Okay. Weil, ich werde jetzt die ersten Pastinaken anpflanzen, let's go. Okay, habe ich jetzt schon verkackt? Möglicherweise. Nee, es ist noch zu retten. Wenn wir jetzt so machen, dann sieht das gut aus. Schön, schön, schön. Frage ist, wie machen wir Wasser rein? Kann man... Muss man... Warte. Macht man das auch mit der Schaufel? Ah, nee, man muss das so gießen, ne? Stimmt ja. Oh, man kann die... Oh, das ist weird. Kann die so irgendwie nicht ganz in der Reihe einpflanzen. Zumindest ging das gerade nicht. Ah, doch so. Ah, okay. Ich stand nur sehr falsch. Oh, das ist unsatisfying. Uns fehlt ein Pastinakenkern. Ah, Mist. Egal. Gießen wir die guten erstmal. Und man hört die Wald-Sounds. Und wir sind auch schon K.O. Man sieht es unten. Du bist langsam erschöpft. Das heißt, wir sollten uns gleich schlafen legen, nachdem wir die alle gegossen haben. Oh, schaut euch das an. Das war ein krasser Tag auf der Arbeit. Und ich gieße noch meine Tür. Legen wir uns erstmal schlafen. Guten... Oh. Gute Nacht, Welt. Ins Bett gehen? Ja. Guten Morgen, Welt. Können wir den Fernseher anmachen? Wähle Sendung. Wetterbericht? Wahrsage. Ich möchte Wetterbericht gucken. Willkommen bei Koso 5, deine Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersagen für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Nein! Das ist sogar gut, da müssen wir die Pflanzen nicht gießen. Dann haben wir uns den Schritt auf jeden Fall schon mal erspart. So. Oh, die Musik ist so gut in dem Spiel, ne? Ich hoffe, sie ist nicht zu laut, aber dürfte es eigentlich nicht sein. Die hat schon gute Laune. Okay, ich werde auf jeden Fall heute noch ein paar andere Samen kaufen. Versteht das nicht falsch. Und wir müssen in den Briefkasten gucken. Oh, hallo. Hallo, bin gerade von der Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Willi. Willi hat was für mich. Habt ihr das gehört? Okay, das ist anscheinend eine Truhe, wo wir unsere Sachen reinlegen können. Also werden wir das, denke ich, tun. Oh no, dann werden die verkauft, oder? Wait. Werden die verkauft? No! Wait. Na, das wollte ich aber nicht bewirken jetzt. Habe ich den ersten Fehler gemacht direkt? Egal. Das war wirklich nichts Nützliches an sich. So. Wir kaufen uns jetzt neue Samen, denke ich. Und wir sollten ja unten an den Strand kommen. Dann werden wir doch mal zum guten Willi hinlaufen. Frage ist, wo geht's zum Strand hin? Ich denke mal natürlich nach unten, weil ein Strand ist normalerweise unten und nicht oben. Ach ja, so ein schöner Tag in Pelikantown. In der Pelikanstadt. Das ist ein schöner Baum. Den möchte ich bei mir im Garten auch haben. Da sind Kühe. Ich habe gedacht, man kann mit denen reden. Und die machen dann so Mu oder so. Naja. Ich schätze, das hier ist schon mal der Strand, so ungefähr. Ist Willi hier? Hallo, Willi? Willi? Nein? Okay. Ich weiß nicht, ob er sich am Ende des Strandes befindet, aber ich werde da nicht hinrennen. Aber man kann hier über so kleine, coole Brücken gehen. Das ist süß. Was befindet sich denn hier so? Oh, können wir das ernten einfach? Jo, Frühlingszwiebel.
Und was ist das, eine Ananas? Wilder Meerrettich. Okay, es ist Meerrettich. Ich dachte, es wäre eine Ananas. Oh, hier ist der Strand, glaube ich. Ja. Da kommen wir aber nicht runter. Hm. Will der Willi mich in eine Falle locken? Was soll das? Finde ich absolut nicht cool von ihm. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Frühlingszwiebeln, die wir vielleicht anbauen können. Und ein bisschen Meerrettich. Dann werde ich mal in die andere Richtung laufen. Vielleicht befindet sich da ja etwas Strändlicheres. Wer ist da gerade lang gelaufen? War das Abigail? Nein, das ist irgendein Kind, oder? Punkt, Punkt, Punkt. Hi. Sehr schüchtern anscheinend. Vielleicht wurde ihr gesagt, man redet nicht mit Fremden und ja. Ich bin ja nun mal noch fremd anscheinend. Oh, da ist noch ein anderer Junge. Ein anderer Bengel am Rumlaufen, junger Mann. Oh, da ist Willi. Schläft der Dude. Im Stehen. Ahoi, Bürschchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Hallo, Willi. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach dem ganzen Monat auf der salzigen See. War ziemlich großer Fang, hab eine Menge gute Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Na Mensch. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist wichtig, die Kunst des Fisches nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Sorry, Willi, bin kein Fischesser. Das wird nicht vorkommen. Du erhältst Bambusstange. Willi, dein Ernst? Der hat da vorne... Okay. Hier im Tal gibt es gutes Wasser, alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn es Vorräte brauchst. Ich kauf auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauft sich bestimmt. Hoho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Das ist ein Tag auf der See. Das ist ein echter Bursche, okay. Ich sag's euch. Oh, da ist er weg, der Willi. Wollen wir das direkt mal ausprobieren? Okay, ich sehe schon. Ich würde es nochmal einfangen. Let's go! Und so werden wir fischen. Ich hoffe, das Let's Play wird nicht langweilig. Nein, das wird schon. Okay. Komm, beiß was an. Los. Ich hoffe, es wird irgendwie angebissen jetzt. Hallo? Jetzt! Doch nicht. Egal. Ich denke, Zeit zum Fischen ist auch nochmal wann anders. Ich muss mich um meine Farm kümmern. Das ist ein süßes Strandhäuschen. Aber was ist hier passiert? Hier ist ein Fragezeichen. Nein, ich wollte eigentlich das Fragezeichen anklicken. Hm, mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. 300 Stücke? Ich drauf geachtet, ob das viel ist. Ich hoffe, das ist nicht allzu viel. Ja, Willi, wie komme ich denn jetzt zurück? Hast du mich entführt hier? Willi, du klabauter Mann. Ein wahrer Fischer. Ich denke, hier geht's zurück, ne? Ja. Ich habe gedacht, wir können bei denen ins Haus rein. Das war dein Leves, oder? Na, wie war deine erste Nacht auf der alten Hütte? Dein Großvater hat sich immer über das klapprige Bett beschwert, aber ich bin mir sicher, tief drin hat er das Haus geliebt. Ich meine, wenn man ein Haus hat und ein bisschen Geld hat, dann macht man sich doch eh so zurecht, wie man es liebt, oder nicht? Was ist da für ein Kurs? Warum sind da so viele? Okay. Was ist denn so das Geilste davon? Also Blumenkohl scheint ja ziemlich teuer zu sein und sollte deswegen auch ziemlich gut was bringen. Aber braucht 12 Tage, um einen großen Blumenkohl zu produzieren. Dauert sehr lange auf jeden Fall. Ich würde mir nochmal Pastinaken holen, persönlich. Das ist okay, ein Saat, das ist okay, weil wir brauchen auch nur noch einen. Und dann maybe 4 hiervon. Kartoffeln sind 50. Das ist nachher uneben sozusagen. Ach, wir nehmen.
Nein, ich habe sie verkauft. Das wollte ich nicht. Nein. Wusste ich, dass man die Sachen so schnell verkauft. Shit. Pierre, du Sack. Er wollte einfach, dass ich es verkaufe wieder an ihn. Aber ich guck mal, was das hier für eine Selbsthilfegruppe ist. Zumindest sieht es nach einer aus. Irgendwie. Oh, du bist nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist okay. Ich bin Jody. Was soll das denn heißen? Nur weil ich lila Haare habe? Abigail hat auch lila. Hallo, du musst Len sein, unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Hallo. Oh, ich kann es deinem Gesicht ablesen. Dir würde es in Pelikan gefallen. Wird es das, Emily? Falls du nach irgendeiner Aktivität in diesem Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Ich möchte aber nicht saufen. Ah, das ist wieder Robin. Du hast schon in der Stadt jemanden getroffen. Achso, hast du jeden in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Hab ich echt? Hab ich das? Oder war das eher so eine Frage? Hast du schon? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Dann gehe ich erstmal wieder nach Hause und pflanze unsere neu gekauften Sachen an, die ja nicht viel mehr sein könnten, wenn ich nicht so ein Trottel wäre, aber hey, was soll's. So. Pflanzen wir das hier erstmal an, weil das ist... Es wird trotzdem unsatisfying sein, weil die zuletzt wächst. Aber was soll's. Ich würde direkt daneben... Ja. Direkt daneben, habe ich gesagt. Okay, das lasse ich mal zählen, okay. Hier das Blumenkohlfeld machen. Und man kann natürlich auch Zwiebeln anbauen dann, ne? Ha. Ich mache erstmal Blumenkohl. Ist natürlich ein bisschen unsatisfying, dass wir jetzt nicht 4 haben, aber was soll's. Das wird man noch öfters in diesem Let's Play hören, das unsatisfying. So. Können wir in unserem kleinen See hier fischen? Ist das eine Möglichkeit? Können wir das... Kann man das tatsächlich tun? Wenn wir das wirklich machen können, dann... Uff. Ah. Das machen wir gerade. Sag Hallo. Und da müssen wir noch ein paar Leuten Hallo sagen. Und zwar allen aus der Stadt. Das ist ein bisschen anstrengend, aber was soll's. Okay. Also die Kiste ist wirklich nur dazu da, um Sachen zu verkaufen, nicht wahr? Okay, na dann. Wir sind wieder ziemlich energielos. Also werde ich erstmal pennen gehen, würde ich sagen. Schlafen gehen? Ja. Und es sollte normalerweise morgen regnen, nach dem Wetterbericht. Also, da wird auch mal angezeigt, was passiert. Dritter Tag im Frühling, Jahr 1. Wie viele Jahre gibt das Spiel denn bitte? Man hört's auch schon. Oh, die Stimmung fühle ich aber. Das ist extrem cool. Ui, wir müssen heute gar nicht gießen. Ist das nicht ein schöner Tag? Perfekter Tag, um in der Stadt rumzulaufen, muss ich sagen. Und wir haben Geld gemacht über die Nacht. Wenn das mal so leicht wäre. So, gucken wir mal. Oh, die Stimmung ist wirklich schön. Ich liebe wirklich Morgenregen oder Abendregen. Irgendwie alles in der Richtung ist einfach wunderschön, finde ich. Und wir angeln natürlich direkt. Mittwoch ist Ruhetag. Pierre, was soll das? Finde ich nicht cool. Wir können ja mal zu ein paar Leuten gehen und mit denen reden jetzt. Es ist verschlossen, geöffnet um 8.30 Uhr bis 22 Uhr. Ist das die Kneipe möglicherweise? Die machen alle noch nicht auf, ne? Das hier macht zum Beispiel gar nicht auf anscheinend. Auch cool. Ist denn irgendwer draußen überhaupt gerade? Oder bin ich einfach der größte Frühaufsteher? Es ist verschlossen, geöffnet 9 bis 20 Uhr. Okay. Wenn wir einmal war nichts, können wir die wirklich durchwühlen? Okay, jetzt ab. Ja, na dann. Ist es wohl noch ein sehr früher Tag. Dann warten wir erstmal, bis so ein paar Sachen öffnen. Und in der Zeit können wir ja vielleicht mal gucken, ob wir die Zwiebeln anpflanzen können. Obwohl ich bezweifle, dass man das kann. Weil das sind halt irgendwie essbare Gegenstände. Also, wir werden sehen, denke ich. So, ist was im Briefkasten drin? Du hast keine Briefe. Oh, traurig.
kann mal gucken. Nee, man kann sie nur essen oder verkaufen. Und ich, in meinem Falle werde ich sie, glaube ich, verkaufen. Nein, nicht essen. Hör auf. Nicht essen. Okay. Ja, dann ist natürlich schade, dass Ruhetag ist, aber dann wird wohl jetzt ein Tag sein, wo wir aufräumen. Bei Regen. Aber das wird uns nicht von abhalten. Wie Rentner sagen würden, wir sind ja nicht aus Zucker. Und außerdem mag ich Regen eigentlich eh. Also daher, kein Problem an der Stelle. Hopp. Okay, Holz sammeln ist ein... ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Wir brauchen ja 300, um diese Brücke freizuschalten. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Wie viel bringen denn die Stämme? Eine Holz nur. Uff. Wupp, wupp, wupp. Und hier sich schon... Oh, wir haben nichts mehr im Inventar. Wir haben Inventarplätze. Mangeln uns gerade. Ist kein Problem, wir essen kurz die Pastinake. Wupp. Der Blick. Ich glaube, die Pastinake hat uns nicht allzu gut geschmeckt. Okay, das Grasbüschelchen können wir nicht wegmachen. Wiederum hier das da unten. Wir müssen einfach ein bisschen Platz schaffen. Ich werde nicht alle Bäume abholzen, weil es ja doch wiederum ein bisschen schön ist auch. Es geht ja auch verdammt tief rein, wie man sieht. Also werden wir damit, glaube ich, kein Problem haben. So. Holen wir doch den Stein hier ab. Oh, da unten ist... Oh, das wird satisfying. Das wird richtig cool. Das alles wegzumähen, wird ein Traum. Deine Axt ist nicht stark genug, um diesen Stumpf zu zerhacken. Mist. Not cool, not cool. Okay. Können wir den wenigstens abhaken? Geht das? Nee, auch nicht. Warum eigentlich nicht? Weißt du, wir können ganze Bäume weghacken, aber das geht dann wiederum nicht. Bisschen fragwürdig an der Stelle, aber hey. Anscheinend haben wir nicht genug Muckis dafür. Das liegt nicht an der Axt. Ich habe einfach nur keine Muckis. Okay. Den können wir ja wiederum dann auch nicht weghacken. Frage ist, ob wir dafür dann irgendwie eine Dings brauchen mit Kettensäge. Aber es ist eine altmodische Stadt, also gehe ich mal nicht davon aus, ne? So, das wird nochmal nice, das hier wegzumachen. Das sind Fasern übrigens. Was kann man mit Fasern anfangen? Habt ihr eine Idee? Ich nicht wirklich. So. Und ich sehe schon, da unten ist ein kleiner See. Oder ein größerer als den, den wir jetzt auf jeden Fall haben. Und einfach nur mal so aus Interesse. Ganz kurz mal. Oh. Oh, das ist super nice. Oh, schau ich das an. Spaß beim Mähen. Okay. Wir werden hier dran aber weiterarbeiten, wenn wir nochmal irgendwie... Wenn wir nochmal einen Regentag haben oder so. Weil morgen an dem Tag, ist ja nicht mehr Mittwoch dann ist ja kein Ruhetag, werden wir auf jeden Fall bei Pierre meine ich natürlich, die Sachen verkaufen. Und mal in die Kneipe gehen, wie sie eine schon meinte. Das war ein creepy Sound. Was war das? Hm, ich hinterfrag's mal nicht, okay? Ach, das ist ein regnerischer Tag, wenn ich jemals einen gesehen habe, okay? Aber ich mag ja Regen, wie schon erwähnt. So. Ein bisschen Holz und Stein mitnehmen. Und dann ist unsere Energie auch schon wieder leer. Tatsächlich. Hm. Die geht echt schnell leer. Ich meine, wir können jetzt eine Zwiebel essen, aber ich will die ja eigentlich verkaufen, ein bisschen Profit machen. Also werden wir das morgen tun. Ich will doch kurz den Wetterbericht gucken. Was sagt er denn, was morgen für ein Wetter? Wetterbericht. Willkommen bei Koso 5, deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und wir sind die Wettervorhersagen für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Das hört sich doch schon besser an.
Aber wie der morgige Tag dann wirklich wird, seht ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet da auch wieder ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da und ciao.